Moin Moin zu Geekschau, mein Name ist Alex und bei mir ist wie immer der Erik. Moin Erik. Servus. Erik, heute neuer und erste Folge von Geekschau mit dem Thema Azure Backup. Dum, 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 dum. Wir brauchen noch so Tada. ein Soundboard. Ja, ich lasse mir was einfallen. Okay. Wie immer werden wir es bei Geekschau so machen, dass wir uns ganz kurz vorstellen und dann einer die Aufgabe übernimmt, mindestens einem der anderen zu erklären, worum es in dieser Folge geht. Und der andere hat überhaupt keine Ahnung und wird die aller einfachen Fragen fragen. Ist das richtig? Ja, das ist absolut richtig. Wir werden uns mit total Basisfragen um die Ohren schlagen. Wir werden aber auch die blödesten Fragen stellen. Wir werden aber auch die kompliziertesten Fragen stellen. In der Hoffnung, dass am Ende für jeden, der sich das Ganze am Ende anschaut, was hängen bleibt, jeder was mitnimmt und sagt, Mensch, wieder was gelernt. Kurze Vorstellung. Mein Name ist Alex. Ich bin Senior Consultant bei der sepago mit dem Fokus auf den Arbeitsplatz der Zukunft. Hab eine ganz lange Historie, was das Thema Client Management angeht, somit auch jetzt das Modethema Windows 10 und twittere und blogge unter IT Pirate. Dann bin ich dran. Mein Name Erik Berg, IT-Architekt bei der Comparex. Ich bin unterwegs im Modern Workplace und Data Center Umfeld, also auch so ein bisschen von diesem Modethema Windows 10. Mal mehr, mal weniger, aber eben auch die Ehre, mich in den großen, weiten Welten von Azure begeben zu dürfen, in die großen, weiten Welten begeben zu dürfen. Und deshalb heute auch unser schönes Thema Azure Backup. Neben dem Geeksprech, Geekschau und ähnlichen Sachen, unter anderem auch Organizer des Azure Meetup in Thürings. Und damit sind wir schon quasi mitten im Thema. Unsere Aufgabe heute oder unser Thema heute an sich ist das Thema Azure Backup. Der ein oder andere hat vielleicht schon davon gehört, der ein oder andere vielleicht auch noch nicht. Deswegen fangen wir mal ganz basismäßig an, über BCDR zu sprechen. Alex, deine allererste Frage. Was ist BCDR? BCDR, danke, dass du diese Frage total alleine gestellt hast. BCDR ist die Abkürzung für Business Continuity and Disaster Recovery. Klingt total übertrieben, ist aber so ein bisschen das Codewort, unter dem das Ganze bei Microsoft intern läuft. Denn das, was wir uns heute angucken, Azure Backup, ne, ihr seht das links mit der wunderhübschen 1, ist im Prinzip nur ein Teil einer Gesamtstrategie. Ne, ein Backup ist schön. Wenn man dazu noch ein funktionierendes Recovery hat, ist das deutlich besser. Aber ein Backup hilft mir nicht immer. Ich muss auch andere Szenarien abdecken können. Und deshalb sprechen wir in Summe von Business Continuity, also dem Fortbestand meines Businesses im Falle irgendeines Schadens. Das kann sein Datenverlust, das kann sein Rechenzentrumsverlust, das kann sein Geistesverlust. Und eben auch die Möglichkeit, ein Disaster Recovery Szenario aufzubauen, basierend entweder auf einem Backup. Wobei wir wissen, beim Backup, ein Disaster Recovery hat immer eine sehr hohe Latenz, dauert einfach lange, bis viele Daten wiederhergestellt sind. Wenn wir Disaster Recovery auf Basis von Replikationsmechanismen beispielsweise machen, haben wir eine sehr, sehr schnelle Recovery Time Objective und können damit sehr schnell wieder ins Laufen kommen. Haben dafür in der Regel nicht so lange vorgehaltene Backup-Punkte zurückgehend. Wohingegen wir gerne mal Jahres-Backups aufheben oder Monats-Backups aufheben, sind wir bei einer Replikation dann doch eher im Bereich dessen, dass wir vielleicht sagen, bis zu einem Tag heben wir uns Replikationspunkte auf oder vielleicht 2 Tage. Danach ist ein repliziertes System eigentlich auch nicht mehr wirklich wertvoll. Dann ist ein sauberes, ordentliches Backup mit einer guten Deduplizierung dahinter doch deutlich besser. BCDR bei Microsoft, Business Continuity and Disaster Recovery, besteht aus drei beziehungsweise 4 Bestandteilen. Produktseitig sind es 3 Stück. Wir haben also auf der einen Seite Microsoft Azure Backup als einen gehosteten Backup-Service mit dem großen Vorteil, dass ich nicht zwangsläufig eine eigene Backup-Infrastruktur brauche, so wie wir das sonst kennen bei anderen Backup-Lösungen. Auf der zweiten Part haben wir Store Simple, eine hybride Storage Appliance, die mir hilft, Datenbestände in Azure zu schützen. Das heißt, wir haben wirklich eine Storage Appliance, die iSCSI-Targets rausreicht, wo ich entsprechend Daten auf iSCSI-Targets ablegen kann. Und so eine Store Simple besteht aus mehreren Tiers. Die hat also einen SSD-Speicher, die hat einen SATA oder SAS-Speicher, und sie hat ein entsprechendes drittes Tier und das ist die Cloud. Das heißt, alles, was nicht auf das physische Blech passt, wird in einen Azure Storage Account hochgeladen.
Dazu kann ich von so einem Device noch einen Full Snapshot machen, also quasi eine Cloud-Sicherung, sodass also auch der lokale Datenbestand einmal in Azure gesichert wird. Und fällt mir jetzt mein komplettes lokales Rechenzentrum aus, dann habe ich diesen Gesamtdatenbestand, sowohl physische Daten als auch ohnehin schon in der Cloud vorhandene Daten, als Snapshot in der Cloud, kann dort eine virtuelle Store-Simple hochfahren und habe meine Datentargets wieder da und kann dann dort Azure virtuelle Maschinen beispielsweise anfahren und relativ schnell meine Systeme wieder zur Verfügung zu bringen. Das Ganze kann man dann noch erweitern um eine zweite Store-Simple in einem Ausfallrechenzentrum oder ähnliches, soll aber heute nicht unser Thema sein. Der dritte Part, der dazugehört, ist SQL Server oder irgendwelche anderen Funktionalitäten, die auf Applikationsebene stattfinden. Das heißt, wir können natürlich eine SQL-Server-Replikation zwischen einem On-Premises-System und einem Azure-System bauen. Wir können eine File-Server-Replikation, DFSR, zwischen einem On-Premises-System und einem Azure-System aufbauen. Wir können Dinge replizieren mit, keine Ahnung, was für eine Fachapplikation auch immer dahinter steht. Und damit können wir also auf Applikationsebene ebenfalls einen Schutz haben. Oder stellen wir uns vor, wir betreiben Terminal-Server. Dann können wir durchaus einige unserer Terminal-Server, unsere Remote-Desktop-Server on-premises betreiben, aber einige, die wir vielleicht für ein Failover oder vielleicht auch nur für einen Lastausgleich-Part brauchen, durchaus auch in Azure bereitstellen. Ja, auch das eine Hilfe dazu, kontinuierlich arbeiten zu können, auch wenn vielleicht lokal mal nicht alles zur Verfügung steht. Part 4, das ist so eins der großen Themen, die wir uns in Zukunft auch nochmal vornehmen werden, das ist Azure Site Recovery. Also die Möglichkeit, physische oder virtuelle Systeme aus dem eigenen Rechenzentrum, sei es von Hyper-V, sei es von VMware oder sei es von irgendeiner physischen Maschine ausgehend, nach Azure zu replizieren. Und wer sich ein bisschen mit Physical to Virtual Migrations oder Replikationen auskennt, weiß, eigentlich sobald irgendwo das Wörtchen Physical steht, können wir jede Art auch der virtuellen Welt damit abfrühstücken, weil wir natürlich sagen können, eine VM auf einem Xen-Server oder eine VM auf einem KVM kann ich durchaus genauso als physische Maschine betrachten und damit entsprechend replizieren. Muss dann bloß aufpassen, was Integrationsdienste und so angeht, aber dann ist das schon möglich. Mehrwert an der Stelle, ich habe ein Replikat meiner VM oder meines physischen Systems in Azure liegen, als eine Art Cold Backup. Wenn lokal etwas passiert, das kann geplant sein, das kann aber auch ungeplant sein, kann ich das System in Azure entsprechend hochfahren, habe dort einen sehr geringen Zeitversatz, im Gegensatz zu einer Wiederherstellung von einem Backup vom letzten Wochenende zum Beispiel, und habe meine Systeme wieder produktiv oder betriebsbereit entsprechend in der Cloud. Das Ganze können wir also tun, beispielsweise, Alex, du kennst das vielleicht, unsere Kunden haben ab und zu mal sowas wie Rechenzentrumswartung, Klimaanlagentests oder ähnliches, dann muss das lokale Rechenzentrum minimiert oder vielleicht sogar ganz ausgeschalten werden. Wäre natürlich super, wenn man einige Dienste dabei entsprechend weiter betreiben kann. Und gleich ist natürlich auch für einen wirklichen Failover. Das Wasser steht schon 2,50 Meter im Rechenzentrum. Dann möchte man natürlich auch... Flugzeug fliegt ins Rechenzentrum, ist ja der... Ins Rechenzentrum. Genau, dann möchte man die Daten natürlich auch wieder zum Laufen kriegen. Und das Schöne ist, wenn ich diese replizierten Maschinen in Azure schon habe, dann kann ich die natürlich auch zu Testzwecken anfahren und entsprechend dort mit einem Replikat, was absolut meiner Produktivumgebung gleicht, testen. Und wer hat das schon? Eine Testumgebung, die wirklich 1:1 die Produktivumgebung ist. Das ist schon ein ziemlich cooles Feature. Zumal ich dort für den Test tatsächlich nur bezahle, wenn ich ihn auch ausführe, wenn er auch läuft und ich halte mir keine große Testhardware vor. Was uns heute interessieren soll, ist das Thema Microsoft Azure Backup als ein Part dieser Gesamtstrategie, dieser Gesamtlösung und aller derer Möglichkeiten. Azure Backup. Okay, was ist Azure Backup? Warum überhaupt Azure Backup? Es gibt ein paar Punkte, die tatsächlich für ein Cloud Backup sprechen. Es gibt auch natürlich viele Punkte, die gegen ein Azure Backup oder ein sonstiges Cloud Backup sprechen. Die meisten bewegen sich irgendwo innerhalb der Markengegend bei den meisten Leuten. Ganz klar. Für uns aber ganz interessant sind drei zentrale Punkte. Punkt Nummer 1, ein Backup zu einem Cloud Provider ist in jedem Fall ein Offsite-Backup, und zwar aus mehreren Gründen. Nummer 1, das Backup liegt tatsächlich in einer Lokation, die in der Regel nicht nahe meiner eigenen Lokation ist. Das heißt, ich, wohnhaft in Weimar, mache ein Backup in ein Rechenzentrum in Amsterdam oder Dublin. Das ist mal Offsite. Also wenn da was passiert, dass beide Locations betroffen sind,
dann haben wir, glaube ich, ganz andere Probleme als Disaster Recovery. Behaupte ich mal. Ja. Das zweite ist, wir müssen uns keine Backup-Infrastruktur vorhalten. Das heißt, wie sehr kämpfen unsere Kunden zum Teil mit Backup-Servern, mit Tape-Libraries, mit Storage-Erweiterungen, weil die Backups immer mehr werden, weil natürlich auch die Daten immer mehr werden, etc. pp. Das brauche ich bei Azure Backup nicht. Ich nutze in Azure Backup Azure Storage und Azure Storage ist keine Infrastruktur, um die ich mich kümmern muss. Das ist Microsofts Aufgabe dafür, entsprechend genügend Festplattenplatz bereitzuhalten. Von daher eine sehr, sehr schöne Variante. Und das dritte ist, ich bekomme hier einen sauberen SLA für den Dienst als solches. Das heißt, so Fallen, die sich Menschen gerne selbst aufbauen, indem sie sagen, naja, ein so ein Backup-Server reicht ja eigentlich, ne? Mehr Lizenzen waren gerade nicht drin. Das fällt hier an der Stelle aus. Ich habe einen Dienst, der ist online verfügbar, an den komme ich ran und ich habe einen garantierten SLA von einem Hersteller, der zumindest Stand heute eine Größe hat, wo wir uns, glaube ich, auch keine Sorgen machen müssen, dass der morgen nicht mehr am Markt ist. Oder Alex, was sagst du? Ich glaube, es ist relativ unkritisch, ja. Es ist relativ unkritisch. Genau. Und jetzt haben wir mit dem Azure Backup Service als solches 4 Möglichkeiten, Backups zu erstellen. Nummer 1, und das ist auch das Erste, was wir uns nachher anschauen werden, ist das Backup mit dem Azure Backup Agent. Das heißt, es gibt tatsächlich einen Agent, den man lokal auf einem System installieren kann und mit dem man ein File- und Folder-Backup erstellen kann. Quasi so wie beim DPM. Ja, so ein bisschen wie beim DPM. Genau, du gehst einfach hin, installierst den Agent, sagst hier, ich möchte gerne auf Festplatte C die 5 Ordner X, Y und Z backuppen und legst einen Zeitplan dahinter und sagst, wie lange du die Backups entsprechend vorhalten möchtest und dann findet ganz klassisch, ganz einfach ein Backup statt. Wichtig, mit einem Azure Backup Agent kann ich keinen Full Restore machen. Ich kann keinen Bare Metal Restore machen, sondern wir sprechen rein über File- und Folder Backup. Das heißt, auch mit einem Azure Backup Agent kriegen wir es nicht hin, zum Beispiel eine SQL-Datenbank konsistent zu sichern oder einen Exchange-Server auf Single-Item-Ebene zu sichern oder ähnliches. Das ist also wirklich ein ganz konkretes Szenario, wo man das einsetzen kann. Azure Backup Agent, ich zum Beispiel habe ihn auf meinem Notebook installiert als Backup-Einheit. Mein Notebook ist so selten connected an zentrale Ressourcen, sei es zu Hause an mein NAS, da bin ich nur ab und an. Genauso bin ich ganz selten in wirklichen Unternehmensstandorten. VPN-Verbindung habe ich auch nicht regelmäßig offen. Von daher, einzige für mich wirklich funktionierende Backup-Lösung ist an der Stelle in die Cloud. Alternative, wenn wir natürlich sagen, wir haben Systeme in Außenstandorten beispielsweise, wo wir mit unserer zentralen Backup-Infrastruktur gar nicht hinkommen oder die Warnstrecke oder die VPN-Strecke zwischen unseren zwei Standorten ist gar nicht dafür geeignet. Aber wir haben dort einen guten Internet-Breakout. Warum nicht? Mhm. Dann können wir auch den benutzen natürlich, um dort vielleicht ein File-Backup machen zu können. Was genau kann ich da konfigurieren? Also kann ich da zum Beispiel konfigurieren, in welches von meinen, also wo die Daten hingespeichert werden? Kann ich Geolokationen definieren? Das kannst du tun. Das heißt, wenn du ein Azure Backup, das ist jetzt als Wort erstmal groß gewählt, wir werden uns das nachher anschauen, wenn wir Azure Backup machen wollen, dann brauchen wir eine sogenannte Recovery Services Vault. Wir brauchen also einen Recovery Service Tresor und diesen legst du in einer bestimmten Region an. Und damit definierst du auch schon mal, wo das Storage ist. Und wenn du dann sagst, Mensch, meine Backup-Daten sind mir aber besonders wichtig, das haben wir ja auch mit auf dem Slide stehen, wir können uns dann aussuchen, ob wir die Daten dreifach abspeichern, in einem lokal redundanten Storage, das heißt innerhalb unserer gewählten Region drei synchrone Kopien, oder ob wir sagen, wir gehen sogar noch in die Azure-Partner-Region, in Europa wären das Amsterdam und Dublin beispielsweise, da nochmal drei asynchrone Kopien. Das heißt also, wenn in Amsterdam das Wasser steigt, immer noch nicht schlimm, wir haben nochmal drei Kopien unserer Daten in Dublin liegen und würden also dann auch immer noch an unser Backup entsprechend rankommen. Jetzt habe ich gelernt, es gibt ein Recovery Vault und kann ich das dann auch verschlüsseln oder ist das schon verschlüsselt? Azure Backup ist mit dem Azure Backup Agent per se verschlüsselt. Das heißt, beim Einrichten des Agents auf dem Client muss ein Key definiert werden, mit dem die Backups vor der Transaktion schon verschlüsselt werden. Die werden dann entsprechend auch verschlüsselt übertragen über eine HTTPS-Verbindung und werden auch verschlüsselt im Ziel abgelegt. Zusätzlich dazu haben wir in Azure immer noch die Möglichkeit, unsere Storage-Accounts als solche auch nochmal zu verschlüsseln. Also ich glaube, noch mehr Schlüssel fallen mir an der Stelle auch nicht ein. Okay, das war Azure Backup Agent. Genau,
zweite Variante und die zweite und dritte Variante, die ähneln sich sehr. Und zwar haben wir die Möglichkeit, ein Backup zu machen mit einem Azure Backup Server oder dem System Center Data Protection Manager. Wenn man ganz ehrlich ist, ist der Azure Backup Server nichts anderes als ein System Center Data Protection Manager mit zwei ganz entscheidenden Unterschieden. Unterschied Nummer 1, er kostet mich keine Lizenz. Unterschied Nummer 2, der Azure Backup Server kann kein Tape Backup. Wohingegen ein System Center Data Protection Manager, der kann ein Backup to Disk, to Cloud, to Tape oder to Tape, to Cloud, wie auch immer, machen, kann der Azure Backup Server nur ein Backup to Disk, to Cloud durchführen. Also die Tape-Funktionalität ist dort entsprechend rausgeschnitten. Mhm. Wenn ich diesen Azure Backup Server oder den DPM einsetze, dann brauche ich lokal einen Backup Server, also einen DPM Server oder einen Azure Backup Server, wirklich eine Maschine, virtuell, physisch, wie auch immer, und deploye dann entsprechende Agents in meine Infrastruktur. Das können Agents auf dem Hyper-V sein, das können Agents sein, die VMware-seitig ein hostbasiertes Backup machen, es können aber genauso gut eben auch Agents innerhalb einer VM sein, um beispielsweise ein konsistentes SQL-Server-Backup durchzuführen. Und das ist der große Unterschied. Wohingegen wir mit dem Azure Backup Agent tatsächlich nur Files und Folders sichern können, können wir über Server oder Data Protection Manager entsprechend auch in der VM applikationskonsistent ein Exchange, ein SharePoint, ein SQL oder sonst was mit sichern. Können darüber aber natürlich auch ein reines File- und Folder-Backup entsprechend ansteuern, wenn wir das denn brauchen. Hier ist der große Vorteil, wenn wir das nutzen, haben wir lokal ein Backup to Disk. Das heißt, unsere aktuellen Backups, unsere kurzfristigen Backups, so von der letzten Woche, vielleicht vom letzten Monat, halte ich mir lokal auf dem Disk Storage vor. Und alles, was dann in Richtung Langzeit-Backup geht, was also den normalen Datenbestand auf meinem SAN eigentlich unnötig strapazieren würde, schiebe ich entsprechend in die Cloud und habe in der Cloud dann meine Backups entsprechend noch einmal liegen. Welche Szenarien kommen denn so bei Kunden am häufigsten vor? Also geht es eher um die Langzeitsicherung, die in die Cloud geschoben werden? Oder würdest du sagen, es ist gemischt? Oder würdest du sagen, es ist eher die, so wie du es betreibst, jetzt bei deinem Notebook, so also quasi die aktuellen Daten, die gesichert werden? Was sind so deine Erfahrungen? Ich gebe dir mal die typische Consultant-Antwort, es kommt drauf. Okay. Wir haben durchaus einige Szenarien, wo Kunden heute schon einen Data Protection Manager im Einsatz haben und klassisch erstmal das Tape durch Cloud ersetzen oder vielleicht sogar am Anfang Tape nur durch Cloud ergänzen und der Überlegung, Tape später mal abzuschaffen. Okay. Wenn man sich einfach heute die Lebenszeit von Tapes anguckt und die Entwicklung von LTO-Laufwerken beispielsweise, dann ist Tape irgendwie auch nicht so das 1000% zukunftsträchtigste Medium der Welt. Wenn ich nach Azure Backup gehe, dann habe ich auf jeden Fall den gewünschten Medienbruch, der dahin gehört, weil ich von meiner Disk weggehe in einen Cloud-Service. Und Microsoft garantiert uns eine Retention von 99 Jahren, was so ein LTO-Laufwerk blöderweise in der Regel nicht tut. Mhm. Von daher durchaus dort gerne als Ergänzung oder vielleicht sogar Ersatz für das Tape gesehen. Azure Backup Agents sind auch zum Teil im Einsatz. Das hängt vor allem meistens dann damit zusammen, dass Kunden sagen, ich habe eine bestehende Backup-Lösung, für die habe ich auch Software-Lizenzen bezahlt und die laufen noch 2-3 Jahre. Ich möchte aber trotzdem davon profitieren, bestimmte Datenbestände in die Cloud sichern zu können. Dann kann ich zum Beispiel mit dem Azure Backup Agent hingehen und einfach die Backup-Files nehmen und über File und Folder Backup die Backup-Files von meinem Ursprungsserver beispielsweise sichern. Was aber die meisten Punkte sind und was auch tatsächlich ein großer Mehrwert ist, wenn ich in Azure Backup arbeite, habe ich einen zentralen Punkt, nämlich meine Azure-Konsole. Und gerade wenn wir Kunden haben, die tatsächlich an vielen, vielen Standorten arbeiten, dann ist der Wunsch, Azure Backup aufgrund dieser, es ist tatsächlich ein Offsite-Backup, ja, gerade aus dem Grund zu nutzen, und eben einfach auch, weil ich sagen kann, ich habe dann alle meine Backups in einer Location, in einer Konsole versammelt und behalte damit auch den Überblick über Größe, Entwicklung etc. pp. Also es ist relativ gemischt, wo das Ganze herkommt. Einfach schon dadurch, dass meistens eine bestehende Lösung existiert. Mhm. Kommen wir zum vierten Szenario und vermutlich auch eines der wichtigen Szenarien. Backups von VMs direkt in Azure. Ja, wir wissen alle, wir sind in der Lage, virtuelle Maschinen in Azure zu betreiben. Und eine virtuelle Maschine in Azure, ja, auch die möchte ich vielleicht backuppen. Denn was ist denn, wenn ich mir die Konfiguration in der Maschine entsprechend zerstöre
und ich muss wieder auf einen Stand von früher zurück. Mittlerweile, dank Managed Disks und Co., haben wir auch die Möglichkeit, Snapshots von Festplatten zu erstellen. Auch das eine neue Möglichkeit, um da ein bisschen Kontinuität reinzubringen. Aber in der Regel sprechen wir beim Backup auch von so Sachen wie, oh, ich habe vor einem Jahr von meinem File-Server ein File gelöscht, das brauche ich jetzt aber wieder. Und genau das kriegen wir dann entsprechend hin. Hier sind wir also in der Lage, virtuelle Maschinen, die in Azure laufen, entsprechend zu sichern, auch entsprechend wieder herzustellen als vollwertige Maschinen und inzwischen auch als Single-Item-Restore wieder anzusprechen. Dabei eine ganz interessante Vorgehensweise. Das Backup der VM wird dann als iSCSI-Laufwerk an dem Management-Client, an dem man sich gerade befindet, connected. Man hat Zugriff auf die Datenplatten, kann entsprechend sich seine Single-Items wieder rausholen aus der VM und kann dann beispielsweise seine Files aus dem File-Server und ähnliches wiederherstellen. Will man einen, keine Ahnung, einen SQL-Server, der in Azure in einer VM läuft, sichern, hier wieder die Möglichkeit, entsprechend auch ein Backup-Agent in die VM im Azure Virtual Machine rein zu installieren, um dort wieder ein applikationskonsistentes, sauberes Backup fahren zu können. Das also an der Stelle entsprechend möglich. Was haben wir noch? Wichtiger Punkt, das ganze Backup ist ein Incremental Forever Backup. Das heißt, wir synchronisieren immer initial das eine große Start-Backup von wie viel Mega, Giga, Terabytes auch immer. Mhm. Und alles, was danach kommt, sind nur noch inkrementelle Daten, also nur noch unsere Änderungen. Da höre ich jetzt einen Kunden von mir, der sitzt in meinem Ohr und sagt mir folgende Frage. Alex, frag den Erik, wie viel Bandbreite wir dafür brauchen. Viel. Nein, also es gibt zwei Antworten dazu. Gerade für den Initial-Backup brauche ich natürlich viel Bandbreite. Ich habe eine aktuelle Anfrage auf dem Tisch liegen, da spricht ein Kunde mit mir über 70 Terabyte Backup-Daten nach Azure. So, jetzt können wir selbst eine relativ schnelle Unternehmensanbindung haben. Selbst schnelle Unternehmensanbindungen liegen ja nicht brach und warten nur darauf, dass wir endlich Azure Backup machen, sondern die sind in der Regel auch in Nutzung. Und ich habe schon Kundenumgebungen gesehen, da sind selbst Gigabit-Strecken im Tagesgeschäft bei 80% Auslastung. Von daher freut sich dann keiner, wenn er 70 Terabyte Backups entsprechend hochladen darf. Deswegen gibt es für genau dieses Szenario, nämlich dieses Initial-Backup, den sogenannten Import-Export-Service in Azure, wo ich sagen kann, ich mache dieses Initial-Backup, schreibe das aber nicht direkt nach Azure, sondern ich packe mir das auf externe Festplatten, verschlüssele diese mit BitLocker und verschicke die via Express in ein Azure-Rechenzentrum, wo die Daten entsprechend wieder eingelesen werden und durch mich eingebunden werden können. Damit kriege ich also relativ einfach diesen Initialstand von 70 Terabyte nach Azure übertragen. Danach muss ich noch die Differenzen seit dem Initial-Backup übertragen und das ist in der Regel nicht mehr ganz so viel. Die Hauptfrage ist einfach, wie groß ist meine tägliche oder wöchentliche Änderungsrate auf meinem System? Also wie viel inkrementelles Backup kommt dazu? Und da muss man einfach sagen, da sind die meisten Umgebungen relativ relativ harmlos, denn selbst wenn Kunden heute einen 5 Terabyte oder 6 Terabyte File-Server haben, dann finden wir darauf irgendwie ein aktives Dataset von vielleicht 100, 200 Gigabyte vor. Es gibt Ausnahmen, die immer die Regel bestätigen. Ne? Wir haben auch schon Kunden gesehen mit viel höheren Active Datasets. Aber in der Regel ist die wirkliche Änderung auf den Systemen nicht allzu groß. Und wenn man dann entsprechend die Backups noch ein bisschen timet, so dass man das vielleicht nicht gerade durch die Tageszeit durchzieht, sondern in die Nachtstunden legt, dann kommt man auch mit guten Bandbreiten hin. Mit einer 1 Mbit asynchronen Leitung wird es auf jeden Fall kein Spaß. Ich glaube, da sind wir uns einig. Machbar ist es. Hängt einfach schwer von der Umgebung ab. Wie groß ist die Umgebung? Welche Systeme will ich backuppen? Und wie Veränderungen treten dort entsprechend auf? Okay. Jetzt kommt eigentlich schon die nächste Frage, oder? Was kostet der Spaß denn? Das wäre die ganz zum Schluss gewesen. Ich schiebe die immer gerne an der Stelle schon ein. Denn das ist eine kleine Besonderheit. Jetzt sprechen wir über Azure Backup. Aber wie ich auch vorhin schon gesagt habe, in der Regel hat der Kunde vielleicht auch schon eine Backup-Lösung von irgendeinem Drittanbieter im Einsatz. Und die will er ja vielleicht nicht wegschmeißen. Eins meiner Beispiele, und darüber darf ich offen sprechen, weil ich das aktuell auch in Kundenprojekten gegeneinander vergleiche oder beziehungsweise auch teste, ist Veeam. Oh oh. Ja, ich sag's jetzt so hart, ich nehme jetzt einfach Veeam.
weil es auch ein sehr bekanntes Tool ist aus dem Umfeld der VMware-Backups, der Hyper-V-Backups, haben viele Kunden im Einsatz. Wir könnten auch jedes andere x-beliebige Backup-Tool nehmen. Ich nehme das bloß mal hier als Beispiel. Wenn wir uns Azure Backup angucken, dann haben wir zwei Kostenfaktoren. Wir müssen hier einen Backup-Preis bezahlen für die Anzahl der VMs und die Größe der geschützten Instanz. Da gibt es eine ganz einfache Staffelung. Bis 50 GB liegen wir bei ein bisschen mehr als 4 Euro. Bis 500 GB liegen wir bei ein bisschen mehr als 8 Euro. Und für jede 500 GB geschützte Daten, die nochmal on top kommen, fallen nochmal 8 Euro für die geschützte Instanz an. Dazu kommt der Storage, den ich brauche. Da gibt es auch eine relativ einfache Rechenregel. Lokal redundanter Storage ist halb so teuer wie georedundanter Storage. Oder umgekehrt doppelt so teuer. Und natürlich muss ich den Storage-Preis mit einberechnen. Ein wichtiger Punkt, beim Azure Backup fallen keine Traffic-Kosten an. Ja, Grundsatz in Azure ist ja, eingehender Datenverkehr kostet nichts. Also rein in die Cloud ist super, raus in die Cloud kostet richtig Kohle. Da kosten 20 Terabyte gut und gerne 1500 Euro. So, wenn man sich jetzt vorstellt, man muss einen großen File-Server restoren und muss dann dafür irgendwie 400-500 Euro blechen, dann ist das vielleicht nicht mehr ganz so ultra attraktiv. Für Azure Backup gibt es eine Ausnahme. Backup-Traffic, egal in welche Richtung, kostet kein extra Geld. Damit kann ich also, egal ob ich 5 GB oder 5 Terabyte wiederherstellen muss, ohne mit dem Euroschein oder den Visa-Karten wackeln zu müssen, entsprechend meinen Restore fahren. Und da liegt der große Unterschied. Gehen wir zurück zu Veeam. Auch Veeam hat die Möglichkeit, Backups in die Cloud zu schieben. Was die aber standardmäßig machen, die betreiben eine virtuelle Maschine in Azure. Das heißt, die betreiben eine virtuelle Maschine, die bekommt ein Stück Software und dann kann ich die entsprechend einbinden als Remote-Endpunkt für meine Backup-Files. Da habe ich mehrere Kostenfaktoren. Nummer eins, ich muss die entsprechende VM bezahlen mit ihrer Betriebszeit. Ich muss hier genauso den Storage bezahlen, der entsprechend verbraucht wird. Gegebenenfalls brauche ich eine andere Lizenz bei Veeam. Kann natürlich auch passieren. Und dort ist der große Unterschied, der ausgehende Traffic kostet Geld. Das heißt, die Wiederherstellung von 5 Terabyte kosten mich einfach nochmal zusätzliches Geld. Und das ist immer so ein Punkt, den sollte man gut im Hinterkopf behalten, wenn man anfängt mit Drittanbieterlösungen nach Azure zu backuppen. Backup ist immer schön, kostet mal kein Geld, sind ja nur eingehende Daten. Doch irgendwann kommt der Tag, wo wir auch mal was restoren müssen. Und dann sollten wir überlegen, ob wir diese Preise oder diese Kosten mit einkalkuliert haben. Prinzipiell muss man immer die Frage stellen, was würde mich der Ausfall kosten, wenn ich kein Backup hätte? Und damit lassen sich eigentlich alle Kosten dieser Welt verargumentieren. Aber es ist natürlich ein nicht zu verachtender Bestandteil, den man auf den ersten Blick in der Regel nicht sieht. Weil es immer erst dann kommt, wenn es denn tatsächlich mal so weit ist, dass man was restort. Mhm. Frage ist jetzt immer noch, was ist denn eigentlich eine Instanz? Ne, das ist eine gern gestellte Frage. Anzahl und Größe habe ich gerade schon erklärt, aber wann ist eine Instanz eigentlich eine Instanz? Auch da gibt es eine Faustformel. Wenn ihr einen Windows-Client und einen Windows-Server habt, wo ihr wirklich mit dem Azure Backup Agent drauf geht, dann geht es um die Größe der Files und Folders, die gesichert werden. Also tatsächlich, was ihr auswählt im Menü, darf in Summe halt nicht mehr als 50 GB haben, wenn ihr nur 4 Euro, ich glaube der Preis ist irgendwie 31 oder so, bezahlen wollt. Wenn ihr ein Agent in eine VM rein installiert, dann ist es und dann SQL Backup macht oder ein Exchange Backup macht, dann geht es um die Größe der Instanz vom SQL oder der Datenbank oder der Content Farm vom SharePoint oder ähnlich. Also wirklich das Dataset, was ihr dort wegsichert. Beim Hyper-V, also macht ein Agent auf Hyper-V-Basis oder ein Agent für VMware und sichert VMware-virtuelle Maschinen, da geht es um die Größe der Virtual Harddisks. Also da ein bisschen dran denken, Server vielleicht lieber nicht so vollmüllen und nicht immer alle Installer-Dateien auf C-Temp ablegen, dann kann man vielleicht auch seine Backup-Kosten ein bisschen Zaum halten. Genau, das ist eigentlich schon die reine Theorie zum Thema Azure Backup. Jetzt ist die Jetzt Frage. Bin ich gespannt. Wie sieht's in der Praxis aus, oder? Ja. Jetzt ist der Alex gespannt. Und jetzt mache ich das wie der gute Fernsehkoch. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar habe ich hier in meinem Azure-Portal entsprechend bereits eine Recovery Services Vault kreiert. Die nennt sich bei mir BCDR Client Backup. Wer hätte es gedacht? Das ist entsprechend mein Backup von meinem Client, was hier eingebunden ist. So eine Recovery Services Vault zur Erklärung. Ist nicht schwer zu erstellen.
Man klickt hier oben einmal aufs goldene Plus. Entweder man sucht es sich hier aus den unendlichen Mühen heraus über Monitoring und Management. Irgendwo darunter versteckt sich der ganze Spaß dann entsprechend. Ja, hier haben wir es. Backup und Site Recovery. Wer sucht, der findet. Alternativ kann man auch hier oben entsprechend nochmal nach Backup und Site Recovery suchen. Findet man das Ganze entsprechend auch. Das Erstellen, auch so kein Hexenwerk. Das Ganze entsprechend auswählen. Was erstelle ich jetzt zuerst? Also von der Reihenfolge? Du brauchst immer erst die Recovery Vault, ansonsten kannst du nichts tun. Okay. Und mehr als die Recovery Vault brauchst du. Das ist quasi wie so ein Container dann, ne? Genau, genau. So, und hier musst du einfach nur einen Namen definieren, deine Subscription, mit der du das Ganze entsprechend bezahlen möchtest, eine Ressourcengruppe festlegen, denn wir wissen, jede Ressource in Azure braucht eine Ressourcengruppe. Und hier spielt die Musik beim Thema, wo werden meine Backups eigentlich gespeichert. Das heißt, wenn ich hier Westeuropa ausliege, dann ist meine Recovery Services Vault und damit auch ihr primäres Storage in Westeuropa. Wenn ich hier, ich habe keine Ahnung, vielleicht Central US auswähle, dann liegt mein Backup und entsprechend auch mein Backup Service, das sollte man bei Latenzzeiten und Kommunikationszeiten mitbedenken, entsprechend in Central US beispielsweise. Unterscheiden sich da auch schon Preise? Zum Teil ja, gerade was die Storage-Kosten hinten dran am Ende angeht, unterscheiden sich die Preise von Region zu Region. Sieht man auch schon in Europa, ein Storage in Amsterdam ist ein ganz kleines bisschen teurer als ein Storage in Dublin beispielsweise. Und wenn man das im weltweiten Vergleich sieht, unterscheiden sich die Preise da durchaus auch. Das heißt, bestenfalls schaut man da schon vorab, wo man es am günstigsten hinpackt, ne? Genau, genau. Also man sollte vorab schon mal schauen, was sind für mich die Preise. Parallel dazu sollte man natürlich auch immer überlegen, wie sieht's mit meinen Latenzen aus. Denn okay, die beste Bandbreite und die beste Internetanbindung bringt mir nichts, wenn ich dann meine Backups über den großen Teich nach Kanada schiebe. Dann habe ich halt das Latenzproblem und dann kann das bei mir aus dem Netz so schnell rausgehen, wie ich möchte. Okay, jetzt habe ich den Vault erstellt. Das habe ich gemerkt, das ist das ist die größte Einheit, der Container. Wie geht's weiter? Genau. Sobald wir also so eine Vault haben, wie gesagt, ich nehme jetzt mal die von mir vorab kreierte, dann komme ich hier in dieses Dashboard hinein und da sehen wir schon, das ist so typisch Azure, ja, das Ganze ist entsprechend aufgebaut mit einer Menüleiste, wo ihr alle möglichen Settings, Einstellungen, Überprüfungsmöglichkeiten findet und in der Mitte haben wir ein entsprechendes Monitoring oder ein entsprechendes Überblicks-Dashboard. Da sehen wir hier oben das Thema Monitoring, unsere aktuellen Backup- und Site-Recovery-Aktionen, die dort entsprechend eingerichtet sind. Danach kommt das Blade für das Thema Backup. Das sehen wir hier bei mir schon eingebunden. Ein Backup-Item, wo auf einen georedundanten Storage 11,1 GB gesichert werden. Mehr ist es schon gar nicht. Und wir haben den Part Site Recovery. Und das ist das Wichtige. Eine Recovery Services Vault ist immer für Backup und Azure Site Recovery da. Das ist mittlerweile so. Früher, wenn man mal an das ganz alte Portal denkt, also manage.windowsazure.com, dort war es so, dass man eine Backup Recovery Vault und eine Backup Vault und eine Site Recovery Vault anlegen musste. Da waren die Dienste noch voneinander getrennt. Mittlerweile sind die zusammengeführt eben in diesem einen Dashboard, was sich am Ende nur Recovery Services Vault nennt. Einfach nur so zur Historie an der Stelle. Wenn ich also hier soweit bin, dann kann ich mir hier ganz unten, ganz unten unter Manage mal als allererstes so Themen angucken wie meine Backup-Infrastruktur. Nummer 1 ist nämlich interessant, es gibt eine Backup-Konfiguration und hier könnt ihr, bevor ihr das allererste Backup erstellt, auswählen, ob ihr auf lokal redundanten Storage oder auf georedundanten Storage sichern wollt. Sobald das erste Backup drin ist, ist die Auswahl ausgegraut, wie bei mir jetzt hier, weil die Daten sind einmal georedundant gespeichert. Damit ist der Zug abgefahren, hier noch entsprechend was umzustellen. Lass uns da nochmal ganz kurz bleiben. Lokal redundant bedeutet dann was nochmal? Lokal redundant bedeutet 3 Kopien innerhalb der gewählten Region. Also in meinem Fall Westeuropa, 3 Kopien innerhalb von Westeuropa. Okay. Wenn wir georedundant wählen, dann kriegen wir nochmal 3 Kopien zusätzlich in Dublin. Okay. Und zwar sind die lokalen Kopien immer synchron und die georedundanten Kopien immer asynchron entsprechend nachgeschaltet. Und das ist übrigens auch ein wichtiger Punkt, wenn man in den Preisvergleich geht, denn der wird natürlich ja gerne geführt. Oh, lokal kriege ich das aber für 2 Cent weniger hin. Dann sollte man sich immer nochmal die Frage stellen, habt ihr lokal auch 3 oder 6 Datenkopien eurer Daten entsprechend liegen?
Oder macht er da irgendwie einmal Backup aufs Tape und dann ist weg? Ja, die Frage muss man der Fairness halber entsprechend auch mitstellen. Sobald wir das Ganze konfiguriert haben, können wir mal hier schon reinschauen. Wir sehen bei mir beispielsweise, es gibt keine Backup-Management-Server. Hier würde man also beispielsweise den Azure Backup-Server oder auch eingerichtete DPM-Server sehen, die mit dem mit dieser Recovery-Services-Vault konfiguriert sind. Und wir sehen auch die geschützten Server. Da sehen wir bei mir einer geschützt über einen Azure Backup Agent, keiner geschützt über einen Azure Backup Server entsprechend. Das ist mal die Basiskonfiguration, die man sich entsprechend anschauen sollte. Würde ich jetzt da auch meinen Backup Agent sehen, ne? Genau, ja. Genau, Backup Agent, Backup Server und Backup den DPM Server. Und du siehst hier das von mir geschützte System entsprechend mit seinen eingerichteten Backups. Wenn man sich dann dieses Menü ein bisschen weiter anguckt, findet man diese Übersicht übrigens hier auch nochmal. Die Backup-Items, also die Systeme, die sich aktuell im Backup befinden, über welche Variante auch immer, und auch zusätzlich die replizierten Items. Dann gibt es etwas, das ist vielleicht in der ersten Linie so ein kleines bisschen verwirrend. Man findet hier Backup-Policy. Dann hat man das Gefühl, die muss ich sofort konfigurieren. Aber wir sehen schon hier, Protection-Type oder Policy-Type ist Azure Virtual Machine. Denn die Backup-Policy ist tatsächlich nur für das Backup von Azure virtuellen Maschinen da. In allen anderen Szenarien, egal ob Azure Backup Agent oder Azure Backup Server, richten wir die Policy, nach der gebackupt werden soll, immer am System ein. Also nicht in Azure an der Stelle. Genau. Von daher gehen wir hier erstmal wieder raus und kümmern uns mal darum, wie komme ich denn jetzt nun eigentlich dazu, dass ich entsprechend auch ein Backup machen kann. Da hat Microsoft uns sehr gut geholfen, und zwar gibt es hier so einen Getting Started Bereich. Und wenn man mal in diesen Getting Started Bereich für Backup hineingeht, dann gibt es einen ganz simplen Assistenten. Die Frage ist nämlich, was willst du eigentlich sichern? Möchtest du eine Ressource sichern, die in Azure liegt? Oder möchtest du eine Ressource sichern, die on-premises liegt? So, wenn ich in Azure laufe, sehen wir hier schon, haben wir die grandiose Auswahl zwischen einer virtuellen Maschine und sonst nichts. Wenn wir hier entsprechend auswählen, wir wollen On-Premises sichern, dann kriegen wir eine kleine Auswahl, die ein bisschen größer ist. Und zwar können wir jetzt definieren, wir wollen, wie ich, ein klassisches File-and-Folder-Backup machen. Oder aber ich möchte gerne einen SQL-Server schützen. Ich muss in der Lage sein, eine Bare-Metal-Recovery zu machen oder ähnliches. Und je nachdem, was ich hier für eine Auswahl treffe, ich gehe jetzt mal im ersten Szenario in Files and Folders, sage hier okay, und dann bekomme ich eine wirklich super detaillierte Anleitung, wie ich meine Infrastruktur dazu bringe, jetzt ein Backup zu machen. In dem Fall, ich muss diesen Recovery Services Agent installieren, den zeige ich euch auch gleich. Danach muss ich mir sogenannte Vault Credentials runterladen. Diese Vault Credentials sind sozusagen ein Einmal-Passwort, um den gerade installierten Agent dann mit dieser Recovery Services Vault zu verbinden. Und ein Cluster herzustellen dann, oder was? Nein, kein Cluster herzustellen, einfach um... Nein, Trust. Ach, ein Trust. Ah, okay, ja. Entschuldige. Ja, ein Trust herzustellen, genau. Damit also dieser Backup-Server oder dieser Backup-Agent entsprechend auch dahin schreiben darf. Mhm. Muss ja irgendwo definiert sein, auch in welche Vault er schreibt. Potenziell habe ich vielleicht auch mehrere Recovery Services Vaults in meiner Infrastruktur. Von daher hole ich das hier rüber. Extra markiert, so ein Vault-Credential ist immer nur 2 Tage lang, also 48 Stunden lang gültig. Wenn ich danach einen neuen Agent anbinden möchte, muss ich die Credentials nochmal neu runterladen. Das ist einfach ein Schutzmechanismus, dass ich die Credentials nicht irgendwo im zentralen Share ablege und jeder, der dahergelaufen kommt, kann entsprechend einen Azure Backup Agent anbinden. Denn es gibt eine ganz wichtige Grundregel. Azure Backup Agents, die an die gleiche Recovery Services Vault connected sind, können auch Daten von anderen Azure Backup Agents in der gleichen Vault wiederherstellen. Das ist ein wichtiger Vorteil, denn wenn wir sagen, ich habe hier beispielsweise meine File-Server auf der ganzen Welt im Backup drin und mein einer Standort Tokio fällt komplett aus. Das Haus ist abgebrannt, da ist wirklich gar nichts mehr da. Dann habe ich jetzt auch dort den Server, wo der Azure Backup Agent mal installiert war, entsprechend nicht mehr und komme auch dort an die Konfiguration nicht mehr ran. Jetzt gehe ich einfach hin auf irgendeinen Server, der auch auf diese Recovery Services Vault konfiguriert ist und kann einen Restore der Daten machen. Und beim Restore der Daten, zeige ich nachher, kann ich sagen, Restore von diesem System oder Restore von Daten, die auf einem anderen System erstellt wurden.
Und damit könnte ich also meinen Datenbestand aus Tokio entsprechend auch auf einem System in Deutschland beispielsweise wiederherstellen. Genau. Sobald das Ganze beim Azure Backup Agent ist, das recht easy. Sobald das Ganze dann entsprechend mit den Vault Credentials versehen ist, passiert die restliche Arbeit entsprechend in diesem Agent. Da müssen wir hier nicht wirklich viel konfigurieren. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück und entscheiden wir uns mal anders. Wir wollen jetzt keine Files und Folders mehr backuppen, sondern ich brauche unbedingt einen SQL Server Backup. Das ist für mich jetzt ganz wichtig. Also schauen wir hier mal rein und da sehen wir hier, unsere Auswahl ändert sich entsprechend. Wir bekommen hier jetzt die Auswahl, einen Azure Backup Server herunterzuladen, auch hier mit den Vault Credentials entsprechend zu connecten und dann die gesamte Post-Infrastructure Konfiguration zu machen, und zwar im Azure Backup Server selbst. Hier oben gibt es noch einen kleinen Hinweis. Hey, wenn du schon einen System Center Data Protection Manager nutzt, dann musst du nicht den Azure Backup Server noch zusätzlich installieren, denn DPM ist von Haus aus auch in der Lage, Backups nach Azure zu konfigurieren. Dann wird das Ganze hier abgewandelt in den Data Protection Manager Installer, und zwar gibt es dann einen Agent, den ich auf dem DPM-Server zusätzlich konfigurieren muss, damit mein DPM, den ich vielleicht schon längst im Betrieb habe, sich entsprechend connected zu dieser Recovery Services Vault. Ist das wirklich ein Agent oder ist es ein Connector aus dem DPM? Ja, das ist im Endeffekt ein Konfigurator, nennen wir es so, okay, eins der beiden Wörter zu benutzen. Es ist einfach nur ein Tool, was im Endeffekt die Verbindung herstellt und den DPM enabled, auf diese Recovery Services Vault zuzugreifen. Also so wie wir das vom SCCM kennen, dass er da, dass das Monster sich aufklappt und man da verschiedene Unterpunkte hat, so ist bei DPM nicht. Nein, weil die Funktionalität an sich im DPM schon drin ist. Mhm. Wir müssen nur dem DPM noch mitteilen, das ist übrigens deine Zielinfrastruktur, auf die du jetzt bitte sicherst. Genau. Und wie schon gesagt, ich habe da mal was vorbereitet. Ich habe auf meinem Client den Azure Backup Agent bereits installiert. Wir sehen hier, ich habe den extra drin gelassen, das ist kein Fehler meiner Infrastruktur. Microsoft arbeitet an diesem Produkt auch, es ist also nichts Totes. Es liegt hier eine neue Version des Azure Recovery Service Agents oder Azure Backup Agents entsprechend vor. Wird entsprechend darauf hingewiesen, wenn man das Tool öffnet. Und dann kann man dort eine Aktualisierung fahren. Geht es vor allem darum, Support für neue Betriebssystemversionen zu bringen, kleinere Fehler auszumerzen. Zum Teil auch einfach neue Funktionen, die Azure Backup kann, nämlich zum Beispiel größere Retention-Zeiten oder mehr Recovery Points entsprechend zu supporten. Das kommt dann entsprechend über die Azure Backup Agent. Aktualisierungen. Das System ist jetzt soweit eingerichtet. Ich gehe aber trotzdem nochmal in die Server registrieren Oberfläche, einfach um zu zeigen, wie einfach das ist. Diesen Agent zu installieren ist kein Aufwand. Der Aufwand in Anführungsstrichen besteht darin, die Tresor-Anmeldeinformationen, also diese Vault Credentials, einmal hier per Durchsuchen hinzuzufügen. Und sobald ich das getan habe, kommt hier der Part mit den Verschlüsselungseinstellungen. Wir können das auch einfach mal tun. Wir switchen hier einmal zurück auf Files und Folders, klicken einmal auf OK, laden uns hier just im Moment mal die Vault Credentials runter, da die alten natürlich nicht mehr gültig sind, die ich noch irgendwo auf meinem System vielleicht herumzuliegen habe. Merken uns hier entsprechend den Pfad, der auf einem anderen System aufgeht. Und wenn wir jetzt zurück in die Oberfläche gehen, Tresor-Anmeldinformationen, da wo sie hingehören, natürlich in meinen Downloads. Dann wird das Ganze geprüft und wie du sehen kannst, mein Sicherungstresor wird entsprechend ausgelesen, meine Region wird mir ausgelesen und mein entsprechendes Abonnement, wo die gesamte Sicherung reinlaufen soll, wird mir ebenfalls direkt verbunden. Wenn ich jetzt hier einmal auf Weiter klicke, dann sehen wir hier, wir müssen eine Passphrase definieren, die können wir auch generieren lassen automatisch, ihr könnt die aber auch selbst einfügen. Und das ist entsprechend der Schlüssel, die Passphase, mit dem eure Backups vor dem Übertragen auf dem Server verschlüsselt werden. Und diese Passphrase brauche ich natürlich auch, um später Systeme entschlüsseln zu können. Also muss ich mir die merken. Das wäre von Vorteil. Deswegen haben wir hier unten direkt einen Speicherort zum Speichern der Passphrase. Das machen wir bitte nicht auf den Desktop. Denn wenn wir das System verlieren, dann ist auch der Desktop weg. Sondern das sollte man sich in einen sicheren zentralen Ort entsprechend abspeichern.
Weil das ist ganz besonders wichtig. Gerade wenn ich Backups von einem anderen Server wiederherstellen möchte, dann brauche ich entsprechend die Passphrase. Und das ist gleichzeitig auch der Schutz davor, denn die Frage könnte natürlich auch aufkommen, wenn denn jeder, der an so einen Sicherungstresor connected ist, auch Daten von einem anderen System wiederherstellen kann, dann ist das noch unsicher. Ist es aber nicht, denn er muss auch noch die Passphrase dazu kennen. Also das heißt also, dass ich für jeden Server, der in diesem Vault drin liegt, oder für jedes Backup, das in diesem Vault drin liegt, eine eigene Passphrase erstelle? Genau. Jeder angebundene Agent hat seine eigene Passphrase. Das ist auch bewusst so gewählt, denn wenn ein Angreifer es schafft, an die Passphrase von einem Server ranzukommen, dann hätte er sonst potenziell Zugriff auf die... Moment, jetzt muss ich nochmal was machen, mir ist was runtergefallen. Dann hätte er sonst auch Zugriff auf die gesamten Backups in der Recovery Services Vault und das gilt es natürlich zu verhindern. Deswegen, jeder angebundene Agent hat eine eigene Passphrase. Sobald wir jetzt also diese Registrierung entsprechend vorgenommen haben, können wir hier oben auf den Punkt Sicherungen planen gehen. Und jetzt sehen wir das, was wir gerade im Azure-Portal schon mal gesehen haben, als ich in diesem Backup-Plan war, hier entsprechend auch wieder. Ich habe natürlich jetzt hier schon einen Plan eingerichtet, daher kann ich jetzt hier meine Sicherungselemente oder meine Zeiten entsprechend ändern. Ist aber bei der Initialkonfiguration genau das gleiche. Frage ist also, was sichere ich hier? In meinem Fall, ich sichere meine Daten unter C und ich sichere meinen Desktop, meine Dokumente und meine Downloads. Das ist das, was für mich tatsächlich wichtig ist. Alles andere ist mir persönlich ziemlich schnuppe auf dem Rechner. Das kann ich neu installieren, das kann ich mir neu runterladen. Das brauche ich nicht wirklich. Ich kann hier zusätzlich zu den Elementen, die ich auswählen kann, geht dann ganz klassisch über so eine Auswahloberfläche, kann ich auch noch Ausschlusseinstellungen definieren. Das heißt, ich könnte hier also beispielsweise sagen, okay, ich möchte schon gern den Ordner, wo ist mein User, den Ordner Users, Erik, und da den Ordner Desktop haben. Hier möchte ich aber den Ordner Drucken entsprechend gerne ausschließen, beispielsweise mit all seinen Unterordnern zum Beispiel. Das ist natürlich auch eine wichtige Geschichte, dass wir hier nicht alles mitnehmen müssen, nur weil wir irgendwo mal einen Oberordner entsprechend definieren wollen. Auch hier sehr schön zu sehen, die deutsche Übersetzung mit zweimal Ausschluss. Aber wir wollen uns ja nicht beschweren an der Stelle. Sobald wir also hier unsere entsprechenden Locations gewählt haben, gehen wir auf Weiter und sagen dann, wie häufig soll dieses Backup eigentlich durchgeführt werden. Mir persönlich reicht es beispielsweise, wenn das Backup alle 2 Wochen an einem Sonntag durchgeführt wird, um 14 Uhr. Da ist die Wahrscheinlichkeit, dass das System läuft, sehr hoch. So häufig ändern sich meine Daten nun auch wieder nicht, dass ich ein häufigeres Backup brauchen würde. Wäre aber auch kein Problem, hier entsprechend was anderes zu konfigurieren. Wenn man tägliche Backups machen möchte, dann ist die Maximalanzahl der Tages- oder täglichen Backups 3 Stück. Das heißt, ich könnte zum Beispiel sagen, früh um 8, wenn ich anfange zu arbeiten, mittags um 12, wenn ich den halben Tag hinter mir habe, und abends um 18 Uhr auch nochmal, möchte ich gerne ein Backup meines Systems haben. Weil ich vielleicht ein ganz wichtiges Programmierprojekt habe, was ich nicht in GitHub habe, dann kann ich das entsprechend darüber machen. Die Backups werden also erstellt und jetzt ist noch die große Frage, wie lange werden diese Backups denn aufbewahrt? Kernaussage, Microsoft unterstützt bis zu 99 Jahre Retention. Gegenfrage, wer bei Microsoft hat das eigentlich getestet? ich glaube persönlich keiner, soll uns aber nicht stören. Die Aussage ist da, von daher glauben wir dem Ganzen schon mal. Hier können wir uns jetzt also aussuchen, wie viel wir entsprechend aufheben wollen. Mir persönlich reicht es, die letzten 4 Wochen Backups oder die Backups der wöchentlichen Sicherung der letzten 4 Wochen zu haben, die letzten 12 Monats Backups und die letzten 10 Jahres Backups. Ich glaube, darüber hinaus muss ich Stand heute nicht nochmal denken. Hier kann man die Kombination entsprechend frei wählen. Wenn ich täglich meine Backups mache, dann kann ich hier auch noch natürlich den Wert auswählen, wie viele Tage rückwirkend ich gerne entsprechend meine Backups wiederherstellen können, möchte oder muss. Ja, mehr ist es schon gar nicht. Das Ganze nochmal in der Zusammenfassung. Was passiert hier? Wie wird es gesichert? Wann sichere ich? Und wo sichere ich? Das Ganze dann einmal über Fertigstellen entsprechend bestätigen. Und schon würde dieser Plan entsprechend durchgeführt. Dauert mir das zu lange bis zum nächsten Backup, dann kann ich hier entsprechend auch über diesen Button jetzt sichern. Einmal sagen, okay, ich möchte jetzt just in diesem Moment beispielsweise die Initialsicherung oder irgendeine sonstige Sicherung ausführen. Genau.
In meinem Fall, ich habe ja schon Sicherung gemacht. Wir sehen hier, bei mir ist das Backup zweimal schon durchgelaufen. So lange habe ich es noch nicht konfiguriert. Es ist aber schon zweimal durchgelaufen. Wenn ich also jetzt hier in Daten wiederherstellen gehe, bin ich auch in der Lage, entsprechend auf Daten zuzugreifen. Und hier sehen wir es, ich habe entsprechend die Möglichkeit, Daten aus meinem Server oder meinem Backup-Agent entsprechend wiederherzustellen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, auf Daten anderer Server zuzugreifen. Und hier ist es also wichtig, nochmal die aktuellen Anmeldedaten des Backup-Tresors zu bekommen. Ne, einfach nochmal nachzuweisen, dass ich auch berechtigt bin, einen solchen Zugriff durchzuführen. Das kann also entsprechend nicht jeder. Sobald ich das habe, kann ich meinen Sicherungsserver auswählen, muss dann den Wiederherstellungsmodus wählen, kann dann entsprechend meine Volumes, mein Datum und so weiter auswählen und kann dann meine Daten entsprechend wiederherstellen. Ich habe jetzt hier keinen anderen Server, daher beschränken wir uns an der Stelle mal auf dieses lokale System. Ich möchte also von diesem System gern einzelne Dateien oder einen Ordner wiederherstellen, könnte aber hier auch, wenn ich zum Beispiel komplette Festplatte D gesichert habe, natürlich auch die komplette Festplatte D entsprechend wiederherstellen. Wenn ich das jetzt tue, dann liest er mir aus, was er hier entsprechend gesichert hat, und sobald ich dieses Volume entsprechend auswähle, sehe ich, welche Backups hier kreiert wurden. Wir sehen also hier, es gibt ein Backup vom 16. April und wir sehen ein Backup vom 2. April. Und je nachdem, welches ich hier auswähle, sehen wir auch nochmal die Zeit, wann das Ganze durchgeführt wurde. Sehen wir also, mein Rechner war um 14 Uhr dann leider wohl doch nicht an. Können wir entsprechend auf diese Daten wieder hergreifen. Wenn wir sehen, wenn ich hier auf Einbinden klicke, hier unten ist das Ganze erklärt, wird dieser Wiederherstellungspunkt als Volume in mein System eingebunden. Und das ist eine ziemlich coole Geschichte. Das heißt also, das in Azure liegende Backup Volume wird mir jetzt hier live zur Verfügung gestellt. Das heißt, ich klicke hier einmal auf Einbinden. Das Ganze dauert ein paar Sekunden. Und sobald mir dieses Volume dann entsprechend zur Verfügung steht, kann ich darin ganz normal suchen, browsen, Dateien auswählen etc. pp. Und kann diese Daten dann wieder in seine Ursprungsorte hinkopieren oder auch an einen neuen Ort kopieren. Je nachdem, was mein Wiederherstellungstask an der Stelle ist. Wir sehen also hier, das Bereitstellungsvolumen wurde uns als Datenträger eingebunden. Und wenn ich jetzt hier unten einmal auf den Button Durchsuchen klicke, dann öffnet sich für mich ein entsprechendes Laufwerk. Wir sehen hier dieser PC-Volume und wir sehen hier die gebackupten Inhalte aus Daten mit Users, Desktop, Dokumente und Downloads. Und kann jetzt hier beispielsweise hingehen und mir einen entsprechenden Download wiederholen, den ich vielleicht aus Versehen gelöscht habe und vielleicht auch nicht mehr downloaden kann. Oder. Sobald ich damit fertig bin, meine Daten entsprechend daraus kopiert und wiederhergestellt habe, sage ich hier Bereitstellung aufheben. Er sagt mir dann nochmal, wenn du das tust, dann bist du fertig, dann kannst du nicht mehr auf die Daten zugreifen. Müsstest also einen neuen Wiederherstellungsjob durchführen. Wir bestätigen das Ganze mit Ja. Damit ist die Aktion für mich beendet. Im Hintergrund wird jetzt diese Wiederherstellung entsprechend aufgehoben. Und damit ist meine Konfiguration schon fertig. Wir sehen also ein ziemlich einfaches Setup, aber durchaus auch in einer Konfiguration, mit der auch ein Standard-User durchaus klarkommt, sobald dieses Backup mal eingestellt ist. Also ich glaube, hier auf Daten wiederherstellen zu klicken, sich ein Datum auszusuchen und aus einem bereitgestellten Laufwerk entsprechende Datei wieder rauszufischen, das kriegt vielleicht sogar ein Standard-User hin. Guter Punkt, dazu eine Frage. Wenn ich das jetzt für User zur Verfügung stellen würde, ne? Dann, wir erinnern uns ja an das bekannte Layer 8 Problem, wo dann irgendwann vielleicht das Problem auftauchen könnte, dass der User seinen Wiederherstellungsschlüssel verloren hat. Gibt es da eine Möglichkeit? Als Admin des Vaults beispielsweise? Leider nicht. Also diesen Wiederherstellungsschlüssel, der initial definiert wird, den muss ich einmal wegspeichern, das heißt, es muss im Prozess gelöst sein, dass vielleicht der Admin das nur einrichtet, denn im täglichen Betrieb brauche ich diesen Schlüssel nicht mehr. Ne, solange dieser Azure Backup Agent hier eingerichtet ist, werde ich nach dieser Passphrase nie wieder gefragt. Das ist also wirklich nur, wenn ich einen neuen Agent installiere und auf diesen Datenbestand entsprechend irgendwie wieder zugreifen muss, dann brauche ich entsprechend diese Passphrase wieder. Von daher beim Einrichten, administrative Unterstützung oder eben einen Prozess definieren,
wo der User das Ganze entsprechend abzulegen hat in einem zentralen sicheren Ort. Das kann man leider auf Seite des Backup-Portals, also auf Seite von Azure Backup im Azure-Portal, nicht ansteuern. Und das ist auch wichtig, denn dieser Key gelangt niemals an einen zentralen Ort in Azure, sondern der bleibt on-premises, außer wir wollen das gerne anders und legen das ins OneDrive ab oder so. Gibt es bekannte Probleme, was die, also wir haben gesehen, dass es sehr, sehr granular geht, ne? Wir können Ordner definieren, wir können komplette Partitionen definieren. Gibt es irgendwelche Einschränkungen auf Basis von Dateien, die vielleicht nicht mitgesichert werden können? Ist da irgendwas bekannt? Mir wäre jetzt nichts bekannt. Dadurch, dass wir hier mit einem klassischen Backup arbeiten, ist es auch nicht so schlimm. Im Gegenzug zu manchen Replikationsmechanismen, wo wir dann durchaus Probleme bekommen, sobald wir dort Datenbank-Files haben, die ja mit Replikationsmechanismen in der Regel nicht so konform gehen, wenn diese auf Host-Ebene unten drunter irgendwie rumfuhrwerken und die das File während des Schreibvorgangs schon mal replizieren wollen, ist mir hier soweit nichts bekannt. Jetzt habe ich auch eine fiese Frage, was die Zeiten angeht. Du hast vorhin gesagt, dass selbst SQL mitgesichert werden kann. Nicht über den Backup Agent, sondern über den Azure Backup Server. Ah, okay. Das heißt, wir verwenden den Standard Azure Backup Server und eben die Dienste, die damit verbunden sind. Genau. Okay. Das wäre bei einem SQL, außer du sagst natürlich, du machst dein SQL Backup über Tasks im SQL Server und möchtest dann nur über den Azure Backup Agent die Backup Files als solches wegsichern. Dann kannst du das natürlich auch über den Azure Backup Agent machen. Gibt es da eine dir bekannte Einschränkung, was die Häufigkeit der Synchronisation angeht? Also SQL ist ja ganz, ganz oft den Anspruch, live zu sein, live mitgesichert zu werden. Ja, Gibt es da Probleme? Wir können halt hier an der Stelle nur maximal 3 Backups am Tag durchführen. Okay. In Summe. Wenn ich natürlich sage, ich mache skriptgesteuerten SQL-Backup, dann kann ich ja auch 10 skriptgesteuerte SQL-Backups am Tag machen. Mhm. Werde dann halt mit jedem Backup 3-mal wegsichern. 3 ja. Systeme wegsichern. Und 3 Snapshots entsprechend wegsichern, ja. Genau. Sehr spannend. Das ist der Azure Backup Agent. Ja, soweit schon mal kein Hexenwerk. Ein Azure Backup Server, das ist, glaube ich, nochmal eine Konfiguration für einen extra Tag. Da braucht man ein bisschen mehr Aufwand und ein bisschen mehr Infrastruktur. Was wir uns aber gerne noch anschauen können, ist tatsächlich die Konfiguration vom Backup von virtuellen Maschinen. Denn auch das, natürlich ein wichtiger Punkt, betreiben wir virtuelle Maschinen in Azure, möchten wir diese entsprechend auch sichern. Das heißt, Vorgehensweise bleibt die gleiche. Wir gehen hier rein, wählen hier nun anstelle von On-Premises das Thema Azure aus, virtuelle Maschine, bestätigen das Ganze mit OK und können hier jetzt, und das ist die interessante Geschichte, eine Backup-Policy kreieren, die wir natürlich genauso auch hier unten schon vordefinieren können. Wir sind also hier, in jeder Recovery Services Vault gibt es eine Standard-Default-Policy. Diese Default-Policy macht täglich um 21.30 Uhr ein Backup und hebt sich diese Backups für 30 Tage auf. Wenn mir das nicht reicht, kann ich hier an der Stelle auch eine neue Policy definieren, muss der entsprechenden sauberen Namen geben und dann sehen wir hier, Aufteilung ist genau die gleiche wie gerade eben beim Agent, wo wir sagen können, wie viele und wie häufig und wie lange wollen wir entsprechende Backups aufheben. Ja. Wenn wir das Ganze konfiguriert haben, Default Policy nehme ich hier an der Stelle, bestätige das Ganze mit OK, dann kriege ich hier eine ganz einfache Liste, bei mir gerade keine Liste, da in der Region gerade keine VMs existieren, aber ich zeige gleich noch einen anderen Weg, wie ich damit auch vorgehen kann, klicke ich hier die VMs einfach an, bestätige das Ganze mit OK und automatisch werden diese VMs entsprechend ins Azure Backup eingeordnet und mit aufgenommen und dann findet entsprechend nach der Backup-Policy auch ein Backup statt. Ich an meiner Stelle hier habe jetzt natürlich keine Virtual Machine da, wo sie hingehört. Gehe also einmal hier auf meine virtuellen Maschinen. Sehe also hier, okay, ich habe in Westeuropa Ressourcengruppen für Windows 10 beispielsweise. Und wenn ich mir jetzt mal hier meinen einen Windows 10 Client entsprechend auswähle und von diesem ein Backup machen möchte, dann kann ich das auch hier drüber machen, indem ich einmal hier das Menü für Backup auswähle. Und dann die Möglichkeit bekomme, sogar hier raus direkt eine eigene Vault zu kreieren für dieses System. Das heißt, ich kann also hier sagen, ich möchte gerne eine B
BCDR Azure VMs, Vault beispielsweise kreieren, wähle dann automatisch noch eine entsprechende Policy aus. Er legt mir von Haus aus eine Daily Policy an, die täglich um 8 Uhr eine Sicherung macht für die letzten 180 Tage. Das bestätige ich an der Stelle gerne einfach mal. Sage hier Enable Backup und fertig ist das Ganze. Wichtiger Hinweis an der Stelle, das ist der mögliche, aber nicht allzu empfohlene Weg. Denn hier verzichte ich jetzt auf jegliche Form der Konfiguration. Diese Vault wird einfach erstellt und entsprechend konfiguriert. Das heißt, gerade die Settings, die wir uns am Anfang angeguckt haben, Auswahl zwischen lokal redundant und georedundant, die sind dann schon vertan. Denn das erste Backup wird direkt angetriggert, im schlechtesten Fall. Okay. Und was können wir uns ausmalen? In Azure wären natürlich immer die besseren Optionen. Also es wird immer das georedundante Storage per Default ausgewählt. Das heißt, also über diesen Weg durchaus möglich, sehr einfach ein Backup zu erstellen. Allerdings mit der Einschränkung, sehen wir, das Deployment läuft noch. Allerdings mit der Einschränkung, dass wir hier natürlich ein bisschen auf Einstellungskonfigurationsfunktionen verzichten an der Stelle. Machen wir ein Backup von so einer Azure VM, dann in der Konsole, dann machen wir natürlich auch die Wiederherstellung von so einer Azure VM ebenfalls in der Konsole. Also alles, was mit Azure VMs zu tun hat, passiert vollständig innerhalb dieser Oberfläche. Auch hier gilt das Gleiche. Ich bezahle bei einer Einzelbeschaffung über die Instanz und über das gebackupte Speichersystem, also die Menge des Speichers, die ich da entsprechend verbrauche. Das ist alles, was sich hinter Azure Backup verbirgt. Okay. Noch eine andere Frage, die sich mir so stellt. Wie ist es denn eigentlich mit Office 365? Kann ich das darüber denn auch irgendwie anbinden? Also habe ich da auch Möglichkeiten, das zu sichern? Du stellst da eine sehr, sehr schöne Frage, denn die Frage wird sehr häufig gestellt. Dazu vielleicht eine ganz kurze Geschichte an der Stelle. Es gibt für Office 365 per se kein Backup von Microsoft. Das mal dazu zu sagen. Das hat mehrere Gründe. Zum einen, wenn man sich beispielsweise mal Exchange Online anguckt, sagt die Produktgruppe von Microsoft, für Exchange braucht man kein Backup, denn Exchange ist aufgrund seiner Konstellation und seiner Infrastrukturaufbau und Datenbankverfügbarkeitsgruppen und Co. Geht es eh nicht kaputt und damit braucht man auch kein Backup. Das Problem ist, das ist leicht an der Realität vorbei, denn wir brauchen Backups nicht nur, um den Ausfall eines Exchange-Servers von gestern zu kompensieren, sondern in der Regel haben wir so Probleme wie, ich habe da einen E-Mail-Ordner gehabt, den habe ich vor einem Jahr gelöscht, den brauche ich jetzt aber wieder. Das ist ja das, was uns als Admins tagtäglich begegnet. Von daher, solche Sachen wollen wir mit Backup adressieren. Das kann Microsoft Stand heute nicht. Okay. Azure Backup kann das auch nicht, denn Azure Backup bewegt sich Stand heute auf der Infrastructure as a Service Welt, beziehungsweise sogar noch auf der Infrastructure On-Premises Welt. Das heißt, wir können in Azure Backup auch keine Plattform-as-a-Service-Dienste einbinden und natürlich damit auch keine Software-as-a-Service-Dienste. Das ist Stand heute nicht möglich. Es ist durchaus vorstellbar, dass früher oder später vielleicht mal in so eine Site Recovery Vault oder eine entsprechende Recovery Services Vault heißt sie. Ich muss mich mit den Namen immer noch ein bisschen neu sortieren. Das sind so eine Recovery Services Vault, mal Optionen reinwandern, um vielleicht mal ein, ich habe keine Ahnung, OneDrive Backup oder ein SharePoint Backup oder ähnliches aufzunehmen. Oder vielleicht auch hier darüber ein Backup zu steuern für einen SQL Server as a Service. Stand heute ist das aber nicht der Fall, sondern wir bewegen uns hier in der reinen Infrastrukturwelt. Und um auf deine Frage zurückzukommen, will ich ein Backup von einem Office 365, dann muss ich leider heute auf ein Third-Party-Tool zurückgreifen. Das böse Wort nochmal in den Mund zu nehmen, beispielsweise Veeam ist da aktuell in der Lage, ein Exchange Online Backup zu machen. Gibt auch viele andere Hersteller, die sich da am Markt entsprechend behaupten und ein solches Backup realisieren können. Super, sehr spannend. Freut mich. Sehr schön. Damit würde ich sagen, Geekschau beendet. Wir sehen uns beim nächsten Mal. So ist es. Mach's gut. Bis dann. Tschüss. Bis dahin und tschüss.